Aufgabe hier erledigt haben. Gefährten. Eine halbe defekte Blechdose. Sie wieder unseres. Gestohlene Gerätschaften. Während meiner Bewusstlosigkeit in den Bergen nach meiner Exekution bin ich bestohlen worden. Das ist auch interessant. Uiuiui, Verbündete aus dem Mittelalter. Boah, da gibt es so vieles. Das ist ja Wahnsinn. Ah, wieso nicht? Machen wir mal das. Genau, wo bringt uns das wieder hin? Oh, das bringt uns da hin. Na dann, fix gleich mal Schnellreise. Eieieiei. Und ist sogar eine Hauptquest dabei. Frag mich, ob man dann eigentlich mehr als wie nur einen Begleiter haben kann oder so. Bin ich auch gespannt. Wir sollten uns aber auch mal genau in die Stadt umschauen, weil da gibt's dann noch so das eine oder andere, was es auch noch gibt für, ich sage mal, Teams. Hört sich scheiße an, aber Teams, genau. Nicht, dass die uns gleich mehr machen. Holy shit. Ach du Scheiße. Jetzt greifen sie auch noch uns an. Super. Geh weg. Ah, oh, die schießen auch auf mich. Oh mein Gott. Digi. Kannst du nicht da irgendwie was dagegen tun oder so? Kann ich schießen? Ja, einen Schuss habe ich. Super. Ach du Scheiße. Ja, wir sind nicht schlecht. Fuck. Fuck, 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 fuck. Fuck. Ach du Scheiße. Kannst du denn einmal dich gescheit wehren oder sonst irgendwie? Fuck. So. Ja, ich hoffe, dass er das schafft allein. Ich hoff's. So, genau. Ach du Scheiße. Oh Mann, oh Mann, Mann. So, Wachposten da, hab's am Konverter in Edam. Ja, wie schön. Haben wir einen vernichtet, oder wie? Ja, anscheinend haben wir einen vernichtet. Einen Schuss haben wir immer. Okay. Ach du Scheiße. Aha. So, genau. Schießen wir die ganze Zeit auf ihn. Ah, leider jetzt haben wir nichts mehr. Schade. Und? Haben wir dann bald die... Schießen wir gescheit auf ihn. Sonst komme ich nur mit einem Angriff. Ich könnte nichts machen, ist ja eh. Kann ich? Wieder? Nee, schade. Schade, schade, schade. Haha, abgeschlossen. Führen sollte ich jeden erledigen, der mich gesehen hat, bevor er mehr machen kann. Oh, nice, nice, nice. Mal? Gleich mal Elex badelt von den Typen. Der hat auch was. Genau. Perfekt. Da wird es hier so einige Gegner geben. Wieso haben wir nicht so eine Pistole oder so? Also, wieso kriege ich nicht so eine coole Pistole? Das ist hier nicht schlecht. Uiuiuiui. Hallo? Achso, die ist tot. Passt. Ich denke es mir gerade so, hey, wieso bewegt sie das denn nicht? Cool. Immerhin ist das. Immerhin ist es tot. Aha. Was, Marcella? Hey! Cool, schön, dass du auch tot bist. Muss ich das kaputt machen? Ja. Muss ich kaputt machen. Bah, gut zu wissen. Schalter aktivieren. Ach du Scheiße, damit wir runterfahren können, sicher. Oder. Chant. Gibt's da einen Feind? Oder? Es gibt einen Feind, jedenfalls. Wow. Immer mal das. Genau. Achso, müssen wir runterfahren, müssen wir runterfahren. So, genau. Steckst bitte auch ein, sonst wird das nichts. Genau. Ah, okay, passt. Passt. Ach du Scheiße.
oh Mann, mein Herz. Bist du nicht angreifen oder so? Passt. Dankeschön, Bro. Oh mein Gott, zum Glück haben wir ihn. Weil ohne ihn geht da gar nichts. Ohne ihn wird da wirklich nichts gehen. Okay, wieder eins weiter rauf. Anscheinend, ja, wieder gemeinsam. Eh klar. Geradeaus oder? Ha? Anscheinend sind da nicht immer so viele am Start. Okay, passt. So, zack, zack und zack. Passt. Passt. Nein. Digi. Das ist hier nicht schlecht, wenn du angreifen könntest. Mein Freund. Mein Freund. Ach du Scheiße. Was der letzte Trank? Ich glaube, das war der letzte Trank jetzt. Geschichte. Oh, passt, haben wir erledigt. So, 2 von 4 anscheinend. Wir müssen schauen, dass wir auf alte, andere Methoden jetzt zugreifen können. Alter, ja. Bitte schön. Mana. Ja, aber bisher Voraussetzung. Na, das haben wir leider noch nichts. Also wir haben da noch nicht diese Fähigkeiten und so. Aber wie schön, dass wir das dabei so weit geschafft haben. Das ist ja wenigstens. Ja. Ein bisschen an Anfang. Zumindest. Oh. Was haben wir denn da jetzt? Sicher werden wir jetzt gerade aufgehalten, Falle oder sonst irgendwie. Oder einfach eine Ladesequenz. Kann auch möglich sein. Ach du Scheiße. Das hört sich nicht gut an. Ist das die Hauptbasis von denen? Also lass ich mal einreden als Hauptbasis. Ah, das sind zwei Typen. Ja, wir haben eine nice Musik. Die Kampfkolosse abwarten zu lassen und sie erst in den letzten Zügen der Schlacht einzusetzen, hat dem Feind das Genick gebrochen. Ein strategisch perfekt gelungener Feldzug. Wir müssen trotzdem weiter wachsam bleiben. Noch einmal werden sie nicht darauf hereinfallen. Oh. Der Sieg ist jedenfalls ganz allein dein Verdienst. Sehr zum Unwillen der anderen Commander und der Elexitoren, würde ich vermuten. Meinst du? Wie kommst du darauf? Stärke, Logik und Effektivität sind unser höchstes Gut und Beitrag zum Erhalt unseres Volkes. Ein aufstrebender junger Offizier hat am Anfang seiner Karriere sehr viele Hürden zu nehmen, nicht selten gegen seine eigenen Männer. Und du bist unglaublich schnell sehr stark geworden. Also halte dir stets den Rücken frei. Oh, da werden wir wahrscheinlich diesen Typen jetzt begegnen oder so. Ei, gut zu wissen. Oh Mann. Wenn wir da weitermachen würden. Oder vielleicht haben wir ihn sogar umgebracht. Aber ich glaube, wir werden das natürlich nicht ohne Grund jetzt gemacht haben, weil wir werden sicher. Ich werde das Gefühl nicht los, dass irgendjemand im Eispalast meine Havarie und meine Exekution geplant hat. Scheiße, Drick. Scheiße. Scheiße auf alle Fälle. Nicht so leicht. Zack. Ich kann mich nicht bewegen. Das ist was. Bin ich gleich gefickt. Bedrohlicher Schleim-Drakon. Aha, okay. Ja, das wird schon der sein, der was da die ganze Zeit so herumschleicht. Die so reinkommen mal nicht. Ja, schon gut, da oben. Lass mir mal Zeit, damit ich da mal das ein oder andere da nehmen kann, wenigstens. Das ist schon ganz wild auf mich. Scheiße. Passt. Okay, ja, dann lass halt nichts droppen. Ach, gut. Anleitung. Alter, was macht denn das Viech die ganze Zeit? Schon ganz gierig auf mich oder so. Oh, das sind aber auch ein paar Meier. Ach, gut zu wissen, wir haben die den Meier gemacht, da. Verschlossen. Scheiße. Hätten wir vielleicht bei der Anleitung gewusst. Schalter. Wieso du da ihn? Ach du Hure, du.
Okay. Schalter! Bereit machen, offenen Kampf. Da ist ein wütendes Tier am Start. Ah, da ist es ja. Da ist es ja, nur super, nice. Jetzt mal arm, gib mir arm, das geschissene Arschloch. Gib mir arm, gib mir arm. Oh mein Gott, keiner trifft ihn. Super, ist das super. Zack, weg vom Fenster. Weg mit dem Break. Bender! Neue Stufe, nice. So, werden wir natürlich gleich mal ausnutzen, die Stufe. Aha. Drohnenkontrolle. Machtwelle. Machtstoß. Oh. Das werde ich jetzt mal ausprobieren. Genau, das werde ich jetzt mal ausprobieren. Was haben wir denn da geschossen? Bla bla bla. Dies ist unser... Damit wir stärker werden. Wir sind Stufe 6, cool. Überleben, Nahkampfwaffen. Okay, damit wir das vielleicht so ein bisschen ausrichten können, so circa. Strahlung, Rüstung, 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 Rüstung. Okay. Abenteurer zeigt dir alle Oh, okay. Wahnsinn, Wahnsinn. Okay, Ausdauer, Schlösser knacken, klar, man klar, Waffen aufrüsten, Goldschmied, Zockel, Chemie, Hacken. Uiuiui. Attributepunkte. Gibt dir sofort 10 zusätzlich. Bist du deppert? Das ist geil. Das ist geil. Berserker Magie. Uiuiuiui. Aber ich kann da nicht, weil wir wollen da noch nicht. Kein Berserker, der kein Adler oder Kleriker sind. Das ist natürlich ein bisschen schwer. Ich würde mal sagen, einfach da unsere Nahkampfwaffe, weil wir die ja doch am meisten benutzen. Geschicklichkeit und Stärke. Geschicklichkeit auf 15. Bist du deppert, da haben wir jetzt aber viel. Bist du deppert. Mal übernehmen. Ach du Scheiße. Okay, jetzt kann ich da aber nicht irgendwie was machen mit diesen Attributen. Ja, Kampf. Also wir bauen da wieder was extra. Achso, Geschicklichkeit und Intelligenz. Geschicklichkeit 25 und Intelligenz auf 15. Dann haben wir das mit den Fernwaffen auch. Wuchtschlag, Granaten, Jetpack. Jetpack-Angriff, Geschicklichkeit. Mutantenkiller, Maschinenkiller. Eieiei, na gut. Dann schauen wir bei Rüstung zum Beispiel. Der Konstitution. Auch mal 25. Schauen wir, was wir da noch alles reinpacken können und übernehmen. Genau. Ich hoffe, dann haben wir da auch dann. Da sehen wir noch andere gute. Start. Oh shit, und das kann man nur ein paar Mal aktivieren, das ist Arsch. Wenn wir das nicht jedes Mal aktivieren können, ist das auch ein bisschen... Naja, brauchen wir das dann wirklich? Aber es ist ein mächtiger Angriff, das ist mal schon klar. Das wird sicher ein mächtiger Angriff sein. Elex und Elex, da machen wir noch ein bisschen Elex. Oh, drücken. Hallo? Achso, da geht nichts. Schade. Kommunikation wäre natürlich sicher nicht schlecht. Kaputovic oder nix? Oh ja, ich glaube eh. Oder? Ja, ist eh kaputt. Passt. Passt, passt, passt. Gehen wir halt weiter. Oh. Hey, hey, danke schön für die Energiezelle. Ich tue nur ganz gut speichern. Ich sehe nur ganz weit weg. Ui, da ist ein Gegner. Man kann nicht so sicher sein, wie wird der Gegner jetzt drauf sein. Hi. Okay. Nice. Nice, schön. Geile Scheiße. Passt. Naja, Bitch.
Erst jetzt können wir ihn nicht mehr angreifen. Hey, wir haben ihn! Okay, dann ist die Kraft doch zu was gut. Gold war doch die Kraft. Nice. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich behalte es mal vielleicht für alle Fälle, weil da ist ein Typ. Hi. Kann ich dir helfen? Oder hilfst du mir vielleicht? Du bist in einem Stück hier hochgekommen? Beeindruckend. Offenbar bin ich nicht der Einzige. Ich hatte mehr Glück als Verstand. Diese Mutanten haben mich bis in den Konverter verfolgt und bedrohen mich seit einer Ewigkeit. Ohne meine technischen Fähigkeiten wäre ich nicht so weit gekommen. Die paar Mutanten waren dir zu viel. Zu Beginn war eine ganze Horde hinter mir her und hat mir ordentlich zugesetzt. Es ist mir gelungen, einen der Abflussschläuche zu durchtrennen und den gesamten Eingangsbereich zu fluten. Allerdings sind die Viecher recht robust. Mir blieb nichts anderes übrig, als einen Teil der Maschinen auszuschalten, damit sie mich nicht weiter verfolgen. Ja, schon gut. Du bist also technisch begabt. Dich bedrohen hier keine Mutanten mehr. Was willst du hier? Du bist also technisch begabt. Ich bin ein Akolyt der Kleriker. Wir wissen alle sehr viel über Technik und machen sie uns zunutze. Ein Akolyt in Edan. So ist es. Und es war ein weiter Weg aus den Bergen von Ignadon. Aber manchmal muss man ein Risiko eingehen, um etwas zu erreichen. Dich bedrohen hier keine Mutanten mehr. Dann gehe ich recht in der Annahme, dass sie aus dem Weg geräumt wurden? Jupp. Sieht ganz so aus. Du hast mir geholfen. Interessant. Boah, und jetzt gib mir dann Elix. Elixid. Schon gut. Schon gut. Ich stehe in deiner Schuld. Das werde ich nicht vergessen. Nun kann ich wieder meinen Aufgaben nachgehen. Klar, was sollst du in Konverter? Wie sieht das aus bei dir? Was wolltest du im Konverter? Ich bin im Auftrag der Kleriker unterwegs, um neue Ressourcen zu erschließen. Ah, cool. Um welche Ressourcen handelt es sich? Um die schicken dich alleine hierher? Ja, das ist eine gute Frage. Die schicken dich alleine hierher? Zugegeben, eine Armee ist im Kampf von Vorteil. Ich bin allerdings auf der Suche nach bestimmten Elektroteilen, die uns im Krieg gegen die Alps weiterhelfen. Über die Tücken der Wildnis bin ich mehr als gut informiert. Und dennoch machen sie mir immer wieder Probleme. Du hingegen scheinst nicht nur furchtlos, sondern auch außerordentlich fähig zu sein. Wie wäre es, wenn wir zusammenarbeiten? Wir könnten beide von unseren Fähigkeiten profitieren. Ich könnte dir in technischen Fragen von Nutzen sein. Im Gegenzug hilfst du mir, Situationen wie diese in Zukunft zu vermeiden. Okay, nehme dich mit, aber mein Wort ist im Gesetz. Was gibt es Neues von den Klerikern? Ja, passt. Okay, ich nehme dich mit. Aber mein Wort ist Gesetz. Diese Entscheidung wirst du nicht bereuen. Meine Waffe ist deine Waffe. Hoffen wir es. Dann nehme ich es mal einfach. Wo treffen wir uns, falls wir getrennt werden? Wir treffen uns vor den Ruinen westlich von Goliath. Alles klar. Den Treffpunkt werde ich schon finden. Alles klar, in Ordnung. Ich helfe dir bei deinem Auftrag. In Ordnung. Ich helfe dir bei deinem Auftrag. Hervorragend. Nach meinen Recherchen haben wir noch eine lange Reise vor uns, bis wir alle Teile gefunden haben. Na super. Sicher unterhaltsam. Warten wir es ab. Wir werden sicher alle sterben. Welche Elektronikteile suchst du? Welche Elektroteile suchst du? In dem stillgelegten Konverter von Edan soll sich ein hochempfindliches Sensormodul befinden. Ich soll eine hochleistungsfähige CPU aus einer speziellen Kampfmaschine der Alps im Kriegsgebiet von Abessa finden. Aha. Ich brauche da noch etwas von dem Spezialmetall Gaurodium aus dem Meteorkrater von Ignadon. Das Gelenk einer Vorkriegsmaschine soll sich auf dem Schrotthaufen des Forts der Outlaws befinden. Das brauche ich auch. Ach was. Und ich brauche eine Miniatur-Elex-Batterie, wie sie in den Gleitern der Alps verwendet werden. Ah ja. Und das ist dann alles, ja? Richtig. Am besten du speicherst das in deinem Adjutor. Jupp. Dankeschön. Was gibt es Neues von den Klerikern? Kalan hat uns eine Prüfung auferlegt. Wenn wir diese meistern, können wir vielleicht den Krieg beenden. Du glaubst an Kalan? Er hat uns die Fähigkeit der Suggestion gegeben. Damit haben wir die Möglichkeit, die Menschen zu prüfen und sie zu zwingen, uns die Wahrheit zu sagen. Hm.
Oh. Wie du wünschst. Was ist das Grausamste, was du je getan hast? Ich habe meinen Vater bestohlen, ich habe lebende Menschen in den Konverten geopfert. Das kann ich dir nicht sagen, was soll das beweisen? Ich habe lebende Menschen in den Konvertern geopfert. Das ist tatsächlich nicht sehr freundlich. Siehst du, du warst gezwungen, mir die Wahrheit zu sagen. Ich hoffe, meine Fähigkeiten haben dich überzeugt. Ich bin beeindruckt. Wow. Vielen Dank. Wie siehst... wie sieht's aus bei dir? Achso, ja, das ist der Status. Schwer zu sagen. Ich denke noch einmal darüber nach. Es gibt noch so viel zu entdecken. Interessant zu sehen, was als nächstes kommt. Klar, mitkommen. Komm mit. Ihr seid schon genug. Mehr würden dich nur behindern. Ich bleibe hier. Oh, schade. Schade. Ich hätte gern natürlich am zweiten natürlich noch mehr gefeiert, wenn da noch mehr am Start wären. Aber ja, geht halt leider nicht. Schade. Aber natürlich cool zu sehen, wie denn das Abenteuer mit ihm hier, ob er stark oder schwach ist, aber anscheinend, ja, er ist halt nicht dieser Nahkampftyp, der kann das dann sicher zu den ein oder anderen Problemen führen. Aha, alternative Verteidigung, ich bin kein Alp mehr, ich bin ein Abtrünniger. Gefühlschaos, wie konnte ich nur in solche Situationen geraten? Das erste Mal in meinem Leben muss ich erfahren, was es heißt, Gefühle zu entwickeln. Wow! Cool, er hat Gefühle. Da und da haben wir was. Und das sind wir. Und da hau ich mir jetzt hier und sagen Leute, haut rein, bis zur nächsten Folge und ciao.